Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal zu dem Thema Hilfe, mein Degu ist zu dick. Immer und immer wieder lese ich das, dass irgendwer schreit, mein Degu wiegt 300 Gramm. Ich lese hier, eure wiegen nur 200, mein Degu ist viel zu dick, der kommt jetzt auf Diät. Bitte setzt den Degu prinzipiell erstmal nicht auf Diät. Also alleine in der Literatur findet ihr Angaben, je nach Männchen oder Weibchen, dass Degus irgendwie, ich weiß gar nicht, von 250 Gramm bis, ich weiß gar nicht, fast 400 Gramm wiegen können. Also Degus wiegen alle irgendwie unterschiedlich. Es gibt einfach dünne, schlanke Degus und es gibt einfach Degus, die sind mopplig. Das ist einfach so. Und meine Degus June und April wiegen 220 Gramm bis 200 Gramm. Also je nachdem, ob jetzt Winter, Frühling, das macht halt auch nochmal einen Unterschied. May wiegt 250 Gramm und das sind alles Dreier Geschwister und Julie ist riesengroß und wiegt, oh, lasst mich lügen, 280 Gramm ungefähr. Und es ist einfach total unterschiedlich von der Größe her, einfach vom Typ her. Zum Beispiel ist April die kleinste, wiegt aber genauso viel wie June, die halt ein Stückchen größer ist. Ja, und Juni ist zum Beispiel zu dünn, also bei ihr merkt man halt die Rippen und ganz ehrlich, lieber ein bisschen mehr Fettpölsterchen als Reserve, wenn mal irgendwas ist und die irgendwie krank sind oder abnehmen oder irgendwas, lieber ein bisschen Reserve, ja, als dass ihr da wirklich zu dünne Degus habt. Also June ist mir definitiv eigentlich zu dünn. Julie ist mir auch zu dünn mit 280 Gramm. Auch die ist halt, die sind beide sehr aktiv, sehr, sehr schlank. Einfach auch für ihre Größe könnten sie halt wirklich ein bisschen mehr wiegen. April und May, für die passt das Gewicht. Also wenn ich die anfasse, dann merke ich keine Rippen, aber jetzt auch kein. Also ich merke, dass da ein Bauch ist, so wie wir ja auch unsere Rundungen haben. Aber da ist halt kein Fett in dem Sinne. Also woran merke ich jetzt, dass mein Degu zu dick ist? Wenn ihr den Degu zum Beispiel ein bisschen hochhebt, ja, und ihn einfach mal anfasst. Also ihr dürft eine Rundung am Bauch merken. Also es wäre jetzt doof, wenn ihr die Rippen merkt. Ne? Es wäre schon schön, wenn da halt ein bisschen auch Fett drüber ist, dass man halt schon merkt, okay, da ist der Bauch. Dass man da überhaupt irgendwie merkt, dass da ein Bauch ist. Natürlich sollte der Bauch jetzt nicht wie bei manchen Katzen und Hunden schon auf der Erde schleifen oder so. Also es sollte jetzt nicht so übertrieben riesig sein. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie einen Degu gesehen, bei dem das so war. Wenn man den Degu gut ernährt mit allem, was er darf, also Kräuter, Blätter, Blüten, den ganzen Kram, was halt die grundlegenden Sachen ist, dann kann man den Degu fast nicht dick kriegen. Also klar, ihr könnt immer, also auf gar keinen Fall irgendwie das Futter reduzieren. Ein Degu sollte immer so ungefähr 10 verschiedene Kräuterblätterblüten zur Auswahl haben, weil die sich halt auch einfach raussuchen, was sie essen. Und da bleibt dann halt auch mal einiges liegen. Also bitte das nicht reduzieren. Klar, wenn ich sehe, von gestern ist noch alles drin, dann schmeiße ich jetzt auch nicht unbedingt noch was dazu, weil meine halt eh schon immer genug haben. Ja, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ihr seid zu dick, heute kriegt ihr nichts oder so. Also immer so, dass ausreichend bei mir halt in den Näpfen oder halt dann bei euch im Käfig liegt. Bei mir liegt meistens im Napf und im Käfig was. Von gestern dann meistens im Käfig und dann gibt es halt immer noch was Neues dazu. Ja, was natürlich Dickmacher sind, sind natürlich Kerne, Nüsse, das ist klar. Da kann man es halt auch ein bisschen mit steuern, wenn man jetzt wirklich der Meinung ist, okay, der vielleicht ein bisschen weniger oder der ein bisschen mehr. Klar, kann man machen. Ich muss aber sagen, also erlebe ich nicht bei meinen. Klar, vielleicht habe ich auch welche, die einfach schlecht zunehmen, sage ich jetzt mal. Aber ich verwöhne meine sehr. Ich gehe jetzt hier nicht auf diese Regel, die dürfen aber nur einen Sonnenblumenkern am Tag und die dürfen aber auch nur eine Nuss die Woche oder so, wie es halt in manchen Quellen steht. Also da halte ich mich überhaupt nicht dran. Die
Ich sorge schon dafür, dass das unterschiedlich ist. Also, dass sie jetzt zum Beispiel dann nicht jeden Tag eine Haselnuss kriegen oder so, sondern dann kriegen sie halt alle 2 Tage irgendeine Nuss und dann wechsle ich das. Also, ich achte da schon ein bisschen drauf. Aber wenn es zum Beispiel so ist, dass ich denen morgens eine Haselnuss gebe und nachmittags kommt mein Freund und gibt denen auch eine, weil er nicht weiß, dass ich denen schon eine gegeben habe, dann ist das so. Und wenn sie heute 4 oder 5 Sonnenblumenkerne kriegen, dann ist das halt auch so, also pro Degu. Und die meine sind auch nicht dick. Also selbst wenn das halt mal ist so und die mal so ein bisschen davon mehr kriegen, werden die halt nicht dick. Ja, jetzt könnte man sich natürlich wieder um den Mehl und Zucker und weiß ich nicht was Gehalt darüber austauschen von den ganzen Kernen und so, aber darum soll es jetzt heute mal nicht gehen. Weil da muss man einfach mal Augenmaß machen. Heute geht es ja darum, wegen zu dick sein. Also wie gesagt, ich habe noch nie in Degu gesehen, es sei denn, er war schwanger, dass er dick war. Also schwangere Tiere, die sind dick. Wenn euer Tier natürlich aussieht wie schwanger, und es ist nicht schwanger, definitiv nicht, dann würde ich sagen, okay, dann ist es vielleicht wirklich ein bisschen dick. Also bitte macht euch da keine Sorgen und wie gesagt, bitte reduziert nicht das Grundfutter. Wenn ich jetzt Grundfutter sage, meine ich alles, was Heu, Blütenblätter, das ist für mich das Grundfutter und Zusatzfutter ist theoretisch das, was sie halt alles nicht so oft dürfen. Aber ja, macht euch da einfach keine Sorgen. Wie gesagt, zu dünn ist viel, viel, viel schlimmer als ein bisschen pummelig. Und jeder Degu, wenn die sich so hinhocken, wenn sie zum Beispiel schlafen wollen oder so, da sieht jeder Degu pummelig aus, egal wie dick oder dünn der ist. Und ja. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen und Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Im nächsten Video geht es dann um Degus und andere Tiere. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!